Das sind die Walliser Nachrichten vom Dienstag, 17. Juni 2008. Und unter anderem haben wir heute diese Themen hier für euch parat. Gerechnet, die Bellarbahnen schauen auf eine positive Wintersaison zurück. Geplant, im hinteren Mattertal will man eine Baugenossenschaft realisieren. Und getestet, Zahn Leonard will man künstliche Schlammlawinen auslesen. Schön, seid ihr mit dabei. Die Verantwortlichen der Bellarp Bergbahn AG haben an der Medienkonferenz am Dienstag noch nicht den definitiven Rechnungsabschluss der Wintersaison 07-08 präsentieren können, aber sie haben vom Rekordwinter geredet. Darum plant man die Investitionen in eine Beschneiungsanlage, die man Kosten auf rund 5,54 Millionen Franken schätzt. Weiter läuft die Betriebsbewilligung und die Konzession von der Pendelbahnplatte Bellalp 2010 aus. Auch da müssen wir mit dem Verwaltungsratspräsidenten Klaus Zurschmidt eine Lesung finden. Entweder sanieren wir die bestehende Bahn oder Brief in Neubau. Für die Wohnungsnot zu lindern, wollen die Zermatt, Täsch und Randau gemeinsam neue Wohnungen schaffen. Laut dem Zermatter Gemeindepräsidenten Christoph Bürgin soll das Bauland von der Gemeinde erworben kommen. Weiter kommt die Baugenossenschaft im Baurecht zur Verfügung gestellt. Im Steinbruch St. Leonard hat die Forschungsanstalt WSL und die Georg Bruck AG eine Testanlage für Hangrutsch installiert. So hat man in der Schweiz erstmals die Möglichkeit, Hangrutschbarrieren zu testen. An der Verankerung der Barriere kann man nämlich dort die wirkende Kraft beim Aufprall vom Schlamm messen. Aufgrund dieser Ergebnisse kann man dann neuartige Lastmodelle entwickeln. Am Dienstag hat der Staatsrat den abtretenden Grossratspräsident Georges Marietta verabschiedet. Traditionell hat man ihm einen Zinnteller übergeben. Insgesamt hat der Marietta als Landeshauptmann 173 Anlässe im gesamten Wallis teilgenommen. An der Urversammlung zu Steg haben die 100-Jahres-Rechnung, die einen Fehlbetrag von fast 3 Millionen Franken aufweist, angenommen. Trotz der höheren Verschuldung bleibt der Steuersatz gleich. Auch an der Urversammlung zu Gampel hat man der höheren Verschuldung von der Gemeinde zugestimmt. Diese sind durch Investitionen vor allem in die Sanierung des OS-Schulhauses und in den Steinschlagverbauung entstanden. Die Gemeinde Baltschieder hat an ihrer Urversammlung eine Änderung des Baureglements angenommen. Diese Änderung muss aber vom Staatsrat noch bestätigt werden. Graue Wolkenträger sind im Match gegen die Sonne definitiv Sieger gewesen. Ob der Sommer trotzdem bald einmal ins Wallis einzieht, wir schauen über zum Wetter. Ja, und das Walliser Wetter hat ist am Dienstag alles andere, was Sommerstimmung ins Rhonental gebracht, wie man hier auf der Wetterkamera von Därme sieht. Am Mittwoch geht es mit grauem und nassem Wetter weiter, es kommt aber immer wieder mal zu sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen die steigen im Aletschgebiet auf 18 Grad, im Goms auf 14, auf der Simpl und Südseite auf 12 und in Zermatt auf 11 Grad. Das Wetter kommt in Richtung Wochenende von Tag zu Tag besser. Man kann schon fast sagen, dass der Sommer am Donnerstag es mit 27 Grad noch mal probiert ins Wallis einzuziehen. Die Temperaturen pendeln sich dann bis am Samstag um die 23 Grad. Das sind die Walliser Nachrichten auf Tele Oberwallis. Merci vielmals für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal.